Romantische Hochzeitskomödien, die gibt es im Kino immer wieder, aber diese ist wirklich mal anders. Evet, ich will heißt sie und es geht um deutsch-türkische Paare und jede Menge Verwirrungen. Schließlich will hier ja auch nicht nur ein Brautpaar die Frage aller Fragen beantworten. Es sind immerhin gleich vier, die den Ehehafen ansteuern. Heute Abend hatte der Film Premiere in Berlin. Das Publikum dieser hinreißenden deutsch-türkischen Hochzeitskomödie ist bei der Premiere heute Abend im rappelvollen Delphi-Kino genauso bunt türkisch-deutsch gemischt wie die Besetzung im Regiedebüt von Schauspieler Sinan Akus. Gegen die Wandstar Birol Ünel ist unter den Zuschauern wie auch Schauspielerin Leslie Morton, der Schauspieler Nikolai Kinski oder Mehmet aus der Sesamstraße. Und im Gegensatz zu den Fotografen ist das Team um Regisseur Sinan Akus heute am Tag des islamischen Zuckerfestes extrem gut gelaunt. Hier geht es erstmal gigantisch. Es ist ein unglaubliches Gefühl, in Berlin im Delphi-Kino vor vollem Haus irgendwie jetzt diesen Film in bester Qualität zu sehen. Absolut super. Evet, ich will handelt von vier Hochzeitspaaren in Berlin und Gott sei Dank keinem Todesfall, aber einer Menge Probleme. Denn mit dem Ja-Wort gehen bei diesen Paaren die Schwierigkeiten manchmal erst richtig los. Ja. Beistand unseres Propheten möchten wir um die Hand ihrer Tochter als der Mann halten. Jetzt muss ich sagen, mit dem Beistand unseres Propheten oder eures Propheten? Wie Darsteller Oliver Korytka als Dirk mit seinen unglaublich liberalen Öko-Eltern um die Hand seiner angebeteten Özlem anhält, ist grandios. Was soll das jetzt werden? Sie gehen zu einer türkischen Familie und da mösste ich mich halt nur anpassen. Warum hast du dir keinen Oberlippenbart wachsen lassen? Dann wären wir perfekt angepasst. Gedreht wurde Evet, ich will in einem alten Plattenbaukombinat in Hohenschönhausen. Der Blick aus dem Kreuzberger Hochhaus ist also nicht ganz echt und Heinrich Schafmeister machte als Schauspieler ganz neue Erfahrungen. Was ich gelernt habe, wie man sich so als Quotendeutscher fühlt. Es waren ja nur vier Deutsche dabei. Also so, ne? Ich habe einen Film, wo nur vier Deutsche dabei sind, das war irgendwie ganz spannend, irgendwie. Es, so wie man sich so genau umgekehrt fühlt. Unser Vater will wissen, ob Dirk beschnitten ist. Er ist nicht geschnitten und er wird auch nicht geschnitten. Ich bin es zwar noch nicht, habe es aber. Natürlich bedient Evet, ich will lustvoll alle möglichen deutsch-türkischen Klischees und Vorurteile auf beiden Seiten und das macht er wunderbar politisch unkorrekt und sehr komisch. Aber ein ernster Hintergrund steckt natürlich doch dahinter. Zeigen, dass die Türken und sonst was, ob sie schwul sind, religiös, nicht religiös und sonst was, bitte von ihren Eltern irgendwie den heiraten, den oder die heiraten können, die sie heiraten wollen. Evet, ich will ist eine RBB-Koproduktion und startet am 1. Oktober gleichzeitig hier und in der Türkei.